Gewissheit um Kawhi. Nachdem er die letzten Playoff-Matches verpasste, haben die Los Angeles Clippers Gewissheit um die Personalie Kawhi Leonard. So hat sich der 31-Jährige im zweiten Game gegen die Suns einen Meniskusriss zugezogen, als er sich das Knie verdrehte. Bereits 2021 setzte ihn diese Verletzung in den Playoffs außer Gefecht. In der Folge entbrannte jetzt eine wilde Diskussion darüber, ob die Clippers am Superstar festhalten sollen oder ob er schlicht zu unzuverlässig in wichtigen Momenten sei. Berichten zufolge soll die Franchise aber sowohl an Kawhi als auch am verletzten Paul George festhalten wollen. Giannis sorgt für Aufsehen. Nach dem überraschenden Aus der Milwaukee Bucks gegen die Miami Heat hat Giannis Antetokounmpo auf der Pressekonferenz nach dem Spiel für Aufsehen gesorgt. Als ein Reporter ihn danach fragte, ob die Saison ein Fehlschlag gewesen sei, konterte er mit klaren Worten: Michael Jordan hat 15 Jahre gespielt und 6 Titel gewonnen. Waren die anderen 9 Jahre Fehlschläge? Im Sport gibt es keinen Misserfolg. Es gibt gute Tage, es gibt schlechte Tage. An manchen bist du erfolgreich, an manchen nicht. Aber du gewinnst nicht immer. Das ist Sport. Nur weil du nicht gewinnst, ist es kein Fehlschlag, so der Grieche. Seine Aussagen wurden im Netz bereits millionenfach geteilt. Viele Fans lobten den Greek Freak für sein Mindset. Am Ende entschuldigte er sich auch beim Reporter für seine aufbrausende Antwort und bat ihn, dies nicht persönlich zu nehmen. Schon im letzten Jahr stellte der Reporter Giannis nach dem Aus in den Conference Semifinals dieselbe Frage. Damals verwehrte ihm der 28-Jährige eine Antwort. NBA-Star angezeigt. Anthony Edwards von den Minnesota Timberwolves ist wegen Körperverletzung dritten Grades angezeigt worden. Der 21-Jährige soll beim Aus in Game 5 gegen die Nuggets 2 Angestellte mit einem Stuhl verletzt haben. Edwards Anwalt bestreitet die Vorwürfe seines Mandanten und erklärt, als das Spiel zu Ende war, wurde Anthonys Weg vom Court teils durch einen Stuhl behindert, den er entfernte und 3 Schritte weiter ablegte. Er hat den Stuhl auf niemanden geschwungen und auch nicht die Absicht, irgendwen zu verletzen. Edwards ist nun für den 9. Juni gerichtlich vorgeladen. Offizielle der Timberwolves äußerten sich nicht zum Vorfall. Edwards verpasste gestern die Pressekonferenz zum Saisonabschluss seines Teams.